Und solange wir noch bei Tränken reingucken. Kommst du es da? Ja, gleich. Warte. Jetzt muss ich finden, wissen Eingang sein, wo ihr. Da. Ich klicke einfach neben euch. Der Kutscher kennt den Weg. Also scheinbar wohnt hier Jahira. Jahira. Ja, so schreibe ich auch von ihr erwarten. Oh, eine Kugel. Okay, ich glaube, das sind Minen. Meinst du? Moment. Kannst du mal reinlaufen? Ich jetzt nicht so. Immun gegen Stichschaden. Ach, immun gegen alles. Das ist gegen alles immun. Haben wir nicht irgendwelche Beschwörungen, die wir opfern können? Hä? Hä? Was hast du gemacht, Schnee? Also sieht. The orb casts glyphs familiar to the druid of ownership. Overwhelming it with the same element can often disable the enchantment. Ah, okay. Das gleiche Element, wenn sie wieder angehen, können wir das gleiche Element drauf bolzen, dann gehen die aus. Ja, ich das erklärt immer noch nicht, wie wir da in erster Instanz ausbekommen haben. Sieht ja schon wieder aus wie ein scheiß Hexen aus, ey. Absolut. Ich meine, das ist das Versteck von der Druidin, das ist nicht weit davon entfernt. This place is trapped. Warum ist da oben eine schwere Truhe? Be wary. This place is trapped. Warum ist hier alles voll mit Fall? Ich meine, wir haben die. Oh, ein Schlüssel. Wir haben die kennengelernt. Okay. Ein Schwert? Helm. Dual des zeitlosen Körpers. Lesen. Zauberstab, der Widerstab. Hier ist eine Halskette, Khalids Geschenk. Seltsames, Jahira kann nicht verflucht werden, solange sie Khalids Garbe trägt. Ja, das Ding hättest du mal lieber mitnehmen sollen. Ja. Plus eins auf Weisheit und Khalids Garbe. Schade, meine Halskette ist halt schon besser. Will jemand mehr Weisheit auf einer Halskette? Da gibt's plus sieht eins. So aus? Absolut die Stats, die ich brauche. Okay, ja, toll. Keller clear. Und immer noch nichts weiter von dem Clown gefunden. Ist der Clown. Sag's dir, und wenn ich jeden scheiß Händler hier abklappern muss und bei denen im Keller einbrech. Wer hat zerhackstückelten Clown im Keller? Das scheinbar ja viele Leute. Darf es ein wenig Clown Wobei, sein? Es könnte natürlich auch sein, dass ein Teil der Teile vielleicht in der Nähe vom Tempel von Baal noch rumschwirrt. Nur als Vermutung. Bei der Loge waren wir, bei der erröteten Nixe war die Hexe drin. Kasados Keller waren wir auch. Ja gut, das war ein großer Keller. Guck mal, hat die Apotheke hier im Keller? Stimmt, den Laden haben wir ja in die Luft gejagt. Hä? Weiß nicht, welchen Laden? Die Gießerei der Stahlwachen.
Mhm. Ich wollte eine Kleinigkeit ausprobieren, die ich in dem Video gesehen habe. Ich hab gesehen, man kann diese gigantischen Schwerter doch irgendwie ausrüsten. Softer than a whisper. Ja, aber das geht jetzt halt nicht. Okay, ich bin im nächsten Keller. Von der Apotheke. Don't waste a step. Welche Tresornummer hatte Casador? 3. Warum habe ich in der Apotheke nochmal einen Tresorschlüssel 3 gefunden? Das ist eine gute Frage. Apropos, da könnte noch mal einer nachgucken, was man da findet. Ich gehe da bestimmt nicht rein. Warum? Lassen die uns nicht? Na, die unten nicht. Ja, müssen wir wieder so behindert von hinten reinspringen. Aber ich komme da gar nicht rein. Hier ist 100 Pro. Waren wir schon in der Tür hier betreten verboten? Ja, da ging es runter in die Unterwelt. Ah, okay. Was hast du? Hier ist 100 Pro eine versteckte Wand, aber. Oder was? Versteckte Tür, nicht versteckte Wand. Die Wand ist da. Arbeiten an Tränken verschwindet. Da hinten dran ist auf jeden Fall ein Alchemielabor, ja. Apotheke. Ist die Apotheke? Moving in. Ah, da. Heißt so auf der Karte. Aber ich weiß nicht, wie man die versteckte Wand öffnen soll. Vielleicht einfach mit dem Hebel? Das ist ein Hebel? Oh, lol. Okay, ja. Hui! Hui! Was habt ihr gefunden? Ja. Der Keller ist doppelt so groß, wie ich dachte. Ah ja, da. Das hier sieht jetzt halt tatsächlich wieder so aus wie der Keller von der Hexe. Ja, wir haben doch ein paar mehr hier Gerätschaften für Alchemie und sowas rumstehen. Jetzt? Aber weiterhin kein, wie heißt der, Schnibbels. Nö. Bet I can crack that open. Here we go. Die Sprint-Taste. Weinfest hat auch einen Keller. Ja, Teufelspreis auch. That might be worth a look. Teufelspreis hat einen 25er Keller.
Was war das? Okay, aufgeschlossen. Ich hab mein Meister. Ich habe nur das große Problem, dass ich echt bald neue Dietriche brauche. Schnee Smash. Also, Mund gegen Hieb. Kein Problem. Moment. Armor Time! Handschuhe, die plus 1 angreifen und plus 1 Rettungswürfe stärker machen? Ich hab Hügel. Also ich hab Riesenhandschuhe. Was waren das noch? Langschwert. Plus 1. Warte mal. Ah, plus 1 angreifen und plus 1 Rettungswürfe stärker. So, für die Treppe. Treppe führt. Irgendwo auf die Hauptstraße? Ah, Seiteneingang. Seiteneingang von der Schmiede der Neuen. So, was ist das hier für ein Gebäude? Waren wir da schon dran? Achso, das ist das, wo die Weinparty war. Genau, da können wir nur neu. Weil danach haben wir auch fast alles, ne? Ja. Wo war das Ding, Keller? Warte mal, ne. Da unten ist Weinparty. Weinfest. Da ist zu hoch. Da bin ich. Achso, klar. Ja, ich war eins zu hoch. Wo ist denn die Kellerluke? Unter der Treppe. Lol. Hä? Easy. Da! Meine Güte, ey. Ist nicht mal illegal, die zu knacken. Das kann nur Gutes bedeuten. Ja, für uns ist das egal. Nee, weil ich glaube, immer wenn Schnibbels drin war oder irgendwie so böse Sachen, dann war das okay, die aufzuknacken. Aber keine Ahnung. Warum ist hier Kratzers Ball? Schlüssel zum Hochbär-Schließfach. Eins. Ah, wahrscheinlich zu dem. Ja, ein Elixier und ein Trank. Open up. Warum? Also A, warum liegt hier Gold rum? B, warum hast du eine Maske auf? Mehr Gold. Yes. Aha. Und immer noch kein Schnibbels. Für unseren beschränkten Reichtum, ne? I'll give it a shot. Einfach mal so alles, was geht, an Gold einsammeln und dann nochmal zu dem Boss im Wärterhaus. Boah, ja. Wie viel Schaden kann man verursachen? Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, mir ist im zweiten Spiel schon aufgefallen, dass man mit ihm reden kann. So schön. Ja, wir haben die ja gleich angegriffen.
Beziehungsweise einer von so einem Taschendiebstahl erwischt oder so ein Schwachsinn. Okay, gut, dann haben wir jetzt alles auseinandergenommen. Zumindest alles, was ich jetzt gesehen habe. Wir haben 100 pro Häuser vergessen. Ja gut, das heißt dann? Was denn? Longrest und Gortosch? Ja. Ja, dann können wir uns langsam mal Gortosch vornehmen. Aber ein Longrest wäre mal ganz nett, ja. Meinst, nachdem ich die, die Kettenblitzfalle ausgelöst hat? Nachdem ich ausgesorgt bin, dauerhaft krank bin? Ja. Bestimmt will auch nichts, wo soll mit uns reden. Nö, ja. Seems like a good moment. Then let us talk. You probably expect me to turn into a sea of mist, run wrong side up on roofs, and to call on legions of wolves in battle. This will all happen in due time. Ja. But for now, patience is required. I hear the whispers of the night, but I can't yet speak its language. It's going to take a while to become acquainted with my new self. Mephistopheles has made a new monster, not bound a creature to his will. The rite was honored. The sacrifice is over. Everything lies ahead. I can see my path to a waking dream. From the Crimson Palace, I will govern day and night. Create a city of spawn who bow before me, cast a fog over the world for my children. But first, we must manage the trifling matter of the brain. Perhaps it will listen to us. Perhaps it too will serve. Vengeance has been wreaked upon Cazador. But not the world that made him. Not the world that makes people like him. Shut up! You don't know what it was like. You never will. Baldur's Gate is a city of opportunity like no other. And I don't intend to let one like this pass us by. Ja, bring er da oben. Ob wir das nur tun oder jemand anders. Schnee sitzt hier oben und stinkt. Überall fliegen. Okay, noch wer? Oh ja, Kratzer will was. Wir müssen wieder ein Item abliefern. Vielleicht. Schon lange nicht mehr. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. Hey, I hope you like it. All I know is I thought of you when I saw it. Was war das gerade für ein Fehler? Dialogverlauf. Sprechens mit Tieren. Da fällt mir ein, warte mal, kann ich das jetzt hier werfen?
bin traurig. Ich bin traurig. Lager verlassen. So. Ja. Lord Gortash ist it is, wa? Ja. Ich glaube, der Hund ist doof geworden. Ursprünglich. Er kann nicht mehr Ball holen. Auf den ursprünglichen Ball reagiert er auch nicht mehr. Urball. Hab keinen Bock. Ist ja auch ein Ball. Kein Bock. Wir sind wieder zurück. Ah, wir müssen noch in die dämliche Festung. Schau mal vor, jetzt gehen wir wieder ganz zum Anfang. Mit Goblins. Ah ne, die sind ja nicht mehr. Scheiße. Nee, aber wir können noch die Ogre klatschen. Ich hab gehört, ich weiß aber nicht, ob das wahr ist, wenn man die das zweite Mal ruft und die dann nochmal überredet, dann schließen sie sich deinem Lager an. Okay. Ja, ach ja, stimmt, wir sollten ja Will mitnehmen. Ja. Da war ja auch zum kurz. Lager. Ja, Misora hat mich gerade daran erinnert. Nicht nur Anwesenheit. Das Will. Oh, scheiße, ich muss bestimmt noch leveln. Ja. Ich habe gestern überlegt, warte, die eine Quest, wo wir das haben, wir hatten doch noch eine Quest, wo wir einen Begleiter gebraucht haben. Welche war denn das? Let's talk. Aber ja, es ist Will. Oh, leveln. Billy will's wissen. Cool, für eine leere Holzkiste bin ich jetzt hier hingesprungen. Ja. Ja. Haben wir noch irgendeine geile Robe für Will? Dass die Fäustchen direkt rot sind. Ja. Das kommt gerade auch irgendwie komisch vor. Ja, Mann, ey. Das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir Leute aus dem Gefängnis befreit. Kanzler von Würmfeld. Sehen alle nicht so ganz nett aus. Weiß nicht warum. Die stehen auch so erwartend hier vorne. Ich verstehe auch nicht, warum die böse auf uns sein sollten. Keine Ahnung. Vielleicht hat Gortash spitz bekommen, was wir hier tun. Vielleicht hat Gortash gemerkt, als seine 40 Wachen um ihn herum umgefallen sind. Hä? Warte. Milodronische Energieform. Wenn ich das Ding kaputt mache, passiert dann irgendwas Lustiges. Also bitte warten. Ich stehe sowieso hier. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mich der Tür nähere, wird irgendwas getriggert. Ja, guck mal, rechts und links sind Granatenlaufräder von der Tür. Das habe ich auch gerade gefunden. Was ist das? Will ich das überhaupt wissen? Also, untersuchen, das sieht aus, als wäre da ein Granatwerfer in der Wand eingelassen. Weil theoretisch könnten wir auch hingehen und statt die Festung von der Seite aufgehen und können sie von hinten aufziehen. Revington hatten wir komplett ausgeforscht, oder? Nee. Hm? Ist überhaupt ein Revington schon überall? Revington? Ich glaub schon. Also ich würde jetzt nicht darauf schwören, wenn ich ehrlich bin. Oh nein. Ich hab grad aus Versehen die Festung geklickt. Was hier? Ich guck grad noch, ob ich noch irgendwie bessere Ausrüstung für Will hab. Aber sie haben mich nicht entdeckt. Das ist gut. Bist du nicht eh unsichtbar? Mir ist im Übrigen aufgefallen, Schnee, das Schwert, was du noch hast, Schwert des Chaos, ne? Ja. Das ist ja doch übelst OP, die Scheiße. Weil du dich ja mit jedem Fackelntreffer heilst. Hier in der Scheune wäre nur irgendwas drin gewesen, aber ich entdeck's nicht, weil ich blind bin. Über hoch. Oh! Okay. Noch ganz viele Fäustchen. Hey Fäustchen, hast du mich?
geht oder ob ich nicht hören. Nee, lass sie erstmal eine Runde durchprügeln. Die sind nicht rot. Ja, vielleicht hat er so nur seinen lokalen Wachen Moin gesagt. Hier kommst du halt auch nichts Bruchbares mehr für Will. Ne, da dürfen wir nicht hin. Okay, nur so Phasen ist egal. Haben wir hier aber alles. Da waren wir auch. Never mind. Ach. Seid ihr jetzt da drüben beide? Nee. Da ist aber noch ein bisschen was Unaufgedecktes. Darüber laufen. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, was da unaufgedeckt sein soll. Das ist für mich ein Stück. Meinst du dazwischen da oder was? Ich fällt gerade ein, du kannst zum Gurlager laufen in Langeweile. Hast du nicht irgendeinen Tonschlüssel angesammelt? Ja, haben wir. Ach ja, der war ja unsere erste Stallwächter-Begegnung. Kannst du lass mal rüber zu Schnee teleportieren, weil er kann sich ja nicht mehr zu uns hier hoch teleportieren. Nee, nicht? Nee, da oben ist kein Portpunkt. Oh. Okay. Aber dann können wir wenigstens von derselben Seite aus angreifen. Ein toter Flüchtling. I wonder what happened. Das Gummiboot ist untergegangen. Gummiboot? Doch nicht das Gummiboot! Hat Will jetzt was gefunden? Ach, Überleben fehlgeschlagen. Klassiker. Ja, warte mal, hier ist ein leeres Holzfass. Waren wir hier schon? Ja, da unten waren wir schon. Im Haus vom Schwertküstenkurier hat Will auch irgendwas gefunden. Something good here. I hope. Geh da mal kurz rein. Ich hab einen Keller gefunden. Was? Wo hast du jetzt einen Keller gefunden? In Arfus Haus. Das haben wir damals geräumt, aber sind nie reingegangen. Ja, aber wo ist denn da der Keller? Hinten in einem kleinen Räumchen. Geh grad rein? Da unter. Ja. Lol. Ja, ich komm hin. Bin auf dem Weg. She's not brave, Ben. She's just learned to stay silent to avoid causing trouble. Ich habe keine Ahnung, was Will hier im Vorbeigehen gefunden hat. Ich habe auch keinen Plan. Welches Haus hat ihr jetzt? Arfurs Haus. Better be cautious. Ich mach gerade den Keller auf. 18er Schloss. Warum wurde ich mitgeportet? Er ist auf jeden Fall wieder. Wir haben Ladescreen.
Ja, tolle Initiative-Roll-Geräusche, aber ich sehe nichts. Nein, nicht Initiative. Bei mir standest Was du dann? Gerade nach oben. Ja. Okay. Also hier ist ein Haufen Feuerwerk. Ein Haufen Fallen. Genügend Platz. Wurde schnell gespeichert? Ja. Okay, ich habe einmal Fix F5 gedrückt. Weil bei mir passieren irgendwie ganz komische Dinge. Habe ich jetzt Menü? Nee, komme ich nicht. Wo stehe ich denn bei euch? Oben. Bei ihrem Ladescreen. Hm, nice. Irgendwie haben sie es, glaube ich, nicht so ganz passend mehr gepatcht, hm? Ah. Kann man nichts mehr machen. Hoffen wir, dass der Schnellspeicher durchgegangen ist. Auf jeden Fall lädt er jetzt irgendwas. Ja, ich hab Alter 4. Ich dachte, die patchen mal ein paar Bugs und Fehler raus, aber gefühlt kommt's ja, je weiter du im Spiel kommst, umso schlimmer wird's. Oh no. Was oh no? Das Spiel hat mir gerade gesagt, dass der Shader Cache generiert wird. Das klingt nach Einstellungen zurückgesetzt. Oh.